Willkommen zurück. Inzwischen habe ich wieder einige Endlos-Herausforderungen hinter mich gebracht und natürlich haben sich dadurch auch Level angesammelt, die mir entweder ein Game Over beschert haben oder die ich mit dem Gnadenskip übersprungen habe. Und um genau die Level kümmere ich mich heute mal wieder. Ich fange mal mit dem neuesten Level an, also das, welches den letzten Run beendet hat. War halt ein Troll-Level und zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon keinen Gnadenskip mehr, deswegen ja, hatte ich da nicht großartig Chancen zu überleben. Ich glaube aber, dass es nicht so schwer ist. Man muss halt nur die ganzen Trolls vermeiden. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Was war jetzt nochmal der schnellste Weg hier hoch? Ich hab's vergessen. Ich glaube da. Ja! Oh Gott. Ich fange lieber nochmal von vorne an. Was ich sagen wollte. Die Speedrun-Level, die ich übersprungen habe, die werde ich nicht nochmal angehen, weil die skippe ich ja aus einem speziellen Grund, nämlich weil die auf Dauer halt ziemlich eintönig werden. Und wenn ich die jetzt hinterher doch noch spiele, dann ja, schieße ich mir irgendwie ins eigene Knie. Deswegen mache ich das nicht. Es haben sich aber auch so genug Level angesammelt, die mich ein, ich hoffe maximal zwei Parts beschäftigen werden. Oh Gott, was ist das? Ist das etwa nicht der Weg? Hä? Ist das etwa ein Endlos-Loop? Ach du Schande. Leute. Oh Gott, ich dachte gerade... Ich habe gerade Start gemasht und es ging nicht. Ich dachte gerade wirklich, ich müsste alles neu starten. Die gesamte Konsole. Naja, okay. Was ist eigentlich mit der Röhre? Habe ich die jemals ausgecheckt? Wie komme ich an denen vorbei? Ich möchte erstmal nach oben. So weit wie möglich. Nein! Ich glaube, dass ich hier nicht hundertprozentig verkehrt bin. Die Frage ist nur, wie komme ich da durch? Ich müsste die erstmal ein bisschen desinken, damit die... Ja, damit ich hier hochkomme und, ja, das ist ja... Ist ja fast unmöglich, ey. Okay, na komm. Das sieht sehr hübsch aus da oben. Komme ich aber, glaube ich, nicht ran. Nee. Na gut, das tut's auch. Sag mal! Ich wusste gar nicht, dass man so viele Items überhaupt platzieren kann. Da unten ist irgendwo ein Bowser. Ich glaube, um den kümmere ich mich als nächstes. Ja. Oh, da ist ein Stern auf der anderen Seite. Nein, du Sackgesicht. Ah! Ich will doch nur über den drüber. Danke. Oh, ich krieg sogar Blumen zurück. Soll ich den Checkpoint? Ich glaube, der schadet nicht. Aber ob das jetzt der richtige Weg ist? Ich bezweifle alles. Zweifle einfach alles. Das Schöne ist, dass Bowser jetzt auch wieder lebt. Und ich brauche... Ich brauche seine Hilfe, damit er mir das hier aufmacht. Nee, ich komme da auch so hin. Oh, man. Vielleicht ist mir das Pow ja noch von Vorteil. Das wird sicherlich gleich aktiviert. Das war eigentlich klar. Oh! Oh! Das ist das Ziel. Oh, Gott sei Dank. Bitte gib's mir einfach. Yes! Ja, wie gesagt, es war nicht schwierig. Aber schön war es auch nicht. Als nächstes ein Speedrun-Level. Eins, das ich wohl per Mercy Skip oder durch Game Over nicht geschafft habe. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist schon eine Weile her, seit ich mir die aufgeschrieben habe. Ach, das war das hier. Das ist das Level, in dem nichts zusammenpasst. Bin ich bescheuert? Wieso schaffe ich den Sprung nicht? Was war das jetzt nochmal genau? Das ist so weird. Warum sind da zwei Gegner und überhaupt und tralala?
Wieso ist das so gemacht, dass man jedes Mal da landet, wo man nicht mehr abspringen kann? Oh, meine Fresse! Okay, man muss hier kurz abbremsen, damit man den Beetle trifft und nicht den Panzer. Sonst klappt das hier nicht. Was? Was? Oh Gott, okay. Naja, egal. Immerhin mal weiter. Ist halt extra so, ne? Dass man da durch diese kleine Lücke durchspringen muss. Oh Gott, why? Wieso? Wieso kann man nicht einfach mal einen Sprung machen in diesem Level und dann landet man da, wo man hin muss? Nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist so grotesk. Jetzt ist das auch noch Timing-basiert. Es kann also sein, dass ich da 100-mal sterbe und ich kann nichts dafür. Nur weil ich im vorherigen Zeitpunkt irgendwie nicht optimal von dem Trampolin abgesprungen bin. Und da habe ich ja jetzt wirklich nicht viel Kontrolle drüber. Okay. Ja. Das hängt ganz davon ab, wo ich das Trampolin treffe. Jesus Christ. Oh mein Gott, was muss ich hier überhaupt tun? Der Swamp bewegt sich überhaupt nicht. Wie kommt man da durch? Das ist, finde ich, wirklich das Ärgerlichste an diesem Level. Dass man da so überhaupt keinen Einfluss drauf hat. No! Ey, seht ihr, wie knapp das ist? Wenn ich nur ein bisschen früher springe, hängt Toad mit seinem Riesenschädel an der Decke. Was mache ich mit dem? Kann man da echt durchspringen? Es muss wohl möglich sein, da perfekt dran vorbeizuspringen. Ohne den Swamp zu berühren und ohne sich den Kopf an der Decke zu stoßen. Ich werde es auf jeden Fall mal mit Ducken probieren. Okay, da ist das Ende. Aber es wird saumäßig knapp. Okay, das hätte gereicht. Ich bin mir ziemlich sicher, das hätte gereicht, weil die Null steht ja ziemlich lange, bevor man tatsächlich stirbt. Aber wow, da muss man tatsächlich nochmal ganz von der Kante abspringen. Yes! Phew! Das war wirklich mega unangenehm. Und eine schöne Erinnerung daran, warum ich diese Art von Level meistens skippe. Prima. Oh. Auch nicht schlecht. Doch, der Code stimmt. Das heißt, dieses Level gibt's nicht mehr. Ich werd's einblenden für all diejenigen, die wissen wollen, welches das war. Aber okay. Ach ja, ich erinnere mich. Das war die blaue Knochenbahn an den ganzen Stacheln vorbei. Und das hat auch noch niemand abgeschlossen. Meine Chance, der Erste zu sein. Ob ich darauf besonders stolz sein kann, ich weiß ja nicht. Aber das ist alles so lange her. Ich kann mich wirklich kaum noch dran erinnern. Ich muss alles erneut erleben. Täglich grüßt das Murmeltier.
No! Ah! Ich glaube, hier musste man sich ducken, sonst wird man einfach runtergeschoben. Das Momentum ist halt leider total random durch diese vielen Knicke. Das macht's so schwer. Man weiß nie, wo man als nächstes hingeschleudert wird. Ah! Oh! Wann kommt jetzt eigentlich dieser Swamp ins Spiel? Der müsste jetzt dann so langsam mal seinen Job verrichten, okay? Wird sogar gekillt? Und ich fliege ans Ziel? Please? Ah! Hey, Checkpoint! Oh Gott! Hey, da sind ja Risse in der Wand, ist das immer so? Wenn ich jetzt keinen Checkpoint hätte, würde ich das Level direkt in die Mülltonne kloppen. Also gut, was gibt es hier zu tun? Oh, was? Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Was war da? Eine Röhre, in die ich rein kann? Ach nee, da ist gar nichts. Wo habe ich denn jetzt mir die Röhre ausgedacht? Das war wohl Wunschdenken. Ich versuche mal hier... Ah, da geht's tatsächlich weiter. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Trial and Error. Und das nach dieser komischen Blaubahnfahrt. Nein! Oh Gott. Oh! Kannst ja überall hingehen. Was war das jetzt? Warum habe ich das gemacht? No! Das alles voll mit unsichtbaren Blöcken. Und dann auch noch die Dunkelheit. Das heißt, man kann sich nicht mal wirklich merken, wo die sind, weil es keinen Anhaltspunkt gibt, wo die sind. Ah, ich weiß nicht, ob das wohl alles abgeblockt ist. Ich hätte auch ein bisschen Lust, diesen Swamp einfach bis nach oben zu reiten. Oder den großen. Nein! Ja. Pff, schon wieder ein Checkpoint? Das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass das Level nicht allzu lang ist. Aha. Nicht mit mir, Junge. Hey, man kann das benutzen, um sich den Weg anzeigen zu lassen. Stecke ich hier etwa fest? Ja, tue ich. Ja, da oben ist auch zu, das heißt... Selbst der skilligste P-Switch-Jump hätte mich hier nicht mehr rausgebracht. Und dann mache ich jetzt einfach mal einen Big-Boy-Sprung. How am I alive? Das sieht mir sehr nach Ausgang aus. Das ist nur eine Falle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeine dieser... Doch, ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass es in eine dieser Röhren reingeht. Aber ich werde es vorerst auf Eis legen, die Idee. Wenn ich nur irgendwas sehen könnte. Irgendwas. Okay. Ja. Ich habe mir fast gedacht, dass alle... dass alle Röhren irgendwie in diesen Raum führen. Naja, immerhin kann ich mir jetzt schon mal ein bisschen angucken, wo die ganzen Fallen sind. Auch wenn es mich wahrscheinlich nicht weiterbringt. Oh! Gute Nachrichten! Nicht alle... Na gut, das wäre auch gar nicht möglich. So viele Röhren kann man gar nicht erstellen, die irgendwo hinführen, aber trotzdem. Wo soll ich hin? Oh mein Gott, ich... Mir gehen halt so langsam die Wege aus, das ist das Problem. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Was war denn eigentlich mit der Röhre, die ich vorhin mal gesehen habe? Ist die nicht irgendwie... Ja. Die war hier.
Und die ist es auch. Oh, was für ein Glück. Naja, von Glück kann man nicht wirklich sprechen, weil ich denke, ich habe alle falschen Röhren ausgecheckt. Trotzdem, richtig ekliges Level. Auf zum nächsten. So, zum Abschluss werde ich das hier nochmal probieren. Zum Abschluss deswegen, weil, ja, es hat ein offenes Ende. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich zu Ende spiele. Weil, könnte sein, dass mir da Wissen fehlt, was man da genau machen muss. Es ging auf jeden Fall darum, dass ich jetzt dann gleich diese Blöcke hier aktivieren werde. Und dann nochmal durch muss. Und das ist so mega präzise, dass man es praktisch nie schafft. Drei Leute haben es allerdings schon geschafft. Vielleicht haben die ja einen Kommentar hinterlassen. Nope. Schön wär's gewesen. Ja dann. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich werde es einfach ein paar Mal probieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer dieser Tricks, die, wenn sie funktionieren, hat man trotzdem keinen Plan, warum es jetzt auf einmal funktioniert hat und die anderen Versuche nicht. Ja, ich wollte was Neues probieren, und zwar, dass ich nach links schaue. Weil es gibt ein paar Sachen in Mario Maker 2, die sich anders verhalten, je nachdem, ob man nach links oder rechts guckt. Und vielleicht ist die Hurtbox ja anders dann. Ach, das ist so genau. Ich bin da so genau drin. Ich verstehe wirklich nicht, warum es nicht funktioniert. Wahrscheinlich geht es halt nicht genau dadurch, wo man meint, dass man durch kann. Ja, da genau in der Mitte. Sondern die Hitboxen der Stacheln sind irgendwie schief und man muss da leicht links oder leicht rechts vorbei. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, ja, nicht ganz mittig durchzugehen. Da sind auf jeden Fall mehr Kreuzchen auf der linken Seite. Hier. Das heißt, ich sollte wohl eher probieren, rechts dran vorbeizugehen. Oder mich eher rechts zu halten. Naja, nicht ganz so weit rechts vielleicht. Come on! Okay, Leute, vielleicht ist es ein spezieller Trick, vielleicht ist es auch nur unheimlich präzise, aber ich schaff's nicht. Ich hab's jetzt lange genug probiert. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall war das die erste Hälfte der Level. Nächstes Mal wird's nochmal richtig schwierig, aber ich glaube, die unangenehmsten oder die schlechtesten Level, die habe ich jetzt schon mal aus dem Weg geräumt. Also kann ich optimistisch in die Zukunft blicken. Bis dahin, ciao.